immer Gebäude niederreißt und Straßen zerstampft und jemand dann für die Sanierung Geld kassiert? Spreche ich von einer Verschwörung? Ja! Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Wenn Sie seine Gerichtsverhandlung... Müssen wir warten, bis er hier fertig ist, der Kollege, ne? Hält uns wieder ans Wort. Wie immer. Bla bla bla. So, ich denke, das könnte auch schon die letzte Folge sein heute. Es geht langsam zu Ende mit unserem Spidey. Aber keine Panik, denn ich habe ja auch noch Miles Morales am Start. Das wollte ich dann auch noch durchdaddeln, ne? Ah, jetzt haben wir noch Lee. Haben wir noch. Und, Tavius. Die beiden fehlen uns noch hier auf unserer Liste. Ich glaube, wenn wir die beiden besiegt haben, dann kann ja nicht mehr viel passieren, ne? Nehme ich an. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das nervt, ey, dass ich die ganze Zeit anvisiert werde, ne? Muss man ja mal deutlich sagen. Das nervt. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns erst um Lee kümmern. Höchstwahrscheinlich. Und dann kommt Dr. Octopus oder Dr. Octavius. Der wird bestimmt nicht einfach zu besiegen sein mit seinen ganzen Armen da, ne? Aber... irgendwie schaffen wir das schon. Tobey Maguire hat es ja auch geschafft. Vielleicht wissen das alle nicht. Alle vielleicht. Jüngere Leute. Jüngere Generation. Kennen die alle nur den neuen Spidey, ne? Ich glaube sogar, der zweite von 2012. Ich weiß jetzt Schauspielernamen jetzt nicht. Garfield irgendwie so, ne? Mal sein. Auf jeden Fall der ist ja auch schon wieder krassbar, ne? Krass, ey. Da ist er ja. Aufmachen. Vor sein Kamehameha, ey. Gut, der will wieder rumschleichen hier wie ein Kloppen, ne? Ich muss die erledigen, bevor ich Lee ins Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Das war eigentlich anders geplant, aber gut. Wissen jetzt alle, dass ich hier bin? Nee, ne? Prima. Ich bin wieder unsichtbar. Jetzt bin ich schön langsam kaputt hauen hier. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antiserum schnappt. Ja, ist ja gut.
halt aber richtig ins Fressbrett rein. Krass. Von wegen heimlich, ne? Ich nie hin. Ich war nie so ein Schleichtyp, ey. Was auch immer, ich krieg das einfach nicht. Nicht auf dem Schirm. Ja. Warum das so ist. Puh, endlich aus der Sicht. Oh, ich muss die heimlich vernichten. Wenn ich nicht mehr so viel Leben habe. Die Dämonen haben Sable voll erwischt. Lee ist auf dem Kriegspfad. Und dann noch ein paar. Ah, kommt so wohl. Boah, viel verkehrt. Umdenken, umdenken. So. Vielleicht ein Netz am Turm. Ich werde leise vorgehen. Ja, versuchen wir die ganze Zeit schon. Okay, ich bin mal weg. Erstmal. Ist ein bisschen knifflig, weil irgendwie kann ich keine. Kann ich nicht mehr ohnmächtig schlagen mit meiner Taktik, die ich sonst immer gemacht habe. Geht irgendwie nicht. Okay, die Spinne ist wieder getarnt. Ach, jetzt geht's. Ah. So meinte ich das. Genau so, nicht anders. Ach, da hier aber nicht. Dann halt so. Der guckt schon so komisch. Ja, hier ist keiner. Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt, Superheld.
Sicherheitsverstoß! So, nur noch zwei, oder? Drei vielleicht? Ne, zwei sehe ich nur noch. Die schnappen wir uns auch noch. Und dann hier drei, wie gesagt. Oh, hätte mich fast gesehen, ey. Ja. Na komm. Das waren dann wohl alle. Sable hat ihre Drohung wahrgemacht. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Lass endlich unsere Agents in Ruhe, Spider-Man. Es reicht jetzt. Ihr glaubt, ich hätte eure Männer getötet? Das soll wohl ein Witz sein. Mich beeilen und reingehen. Diese. Alter. Wenn Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen. Das wird ein bisschen schwieriger als gedacht. Leider. Aber ist nicht schlimm. Wenn. Warte, wir haben unsere schönen Netze hier. Sollen wir mal einen Netz, Netzbombe, habe ich. Elektronetz, soll ich das mal probieren? Ja, ne? Hab ich getroffen, das gibt's doch gar nicht. Ausgeglichen. Wieder. Yes. Ah, gut. Dann weniger rumschwingen und dann auf Fresse hauen. So machen wir das jetzt auch. Jetzt hau auf die Platte. Oh, daneben, ey.
Einer noch. Ja, du musst fühlen, ne? Sag ich immer. Dämonen und Sable erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Warum bist du so schwer? Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat deinen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee. Aber nicht beides. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Die ist außer Kontrolle. Oh. Rette du Osborn. Ich rede mit ihnen. Oh. Wir sind gut. Was meint ihr eigentlich, dass sie mich besiegen könnte? Das ist das Ende. Es reicht jetzt. Unwahrscheinlich. Das ist Wahnsinn. Ich muss zu dem Martin Lee durchkommen, den ich kenne, der Feast aufgebaut hat. Muss ich mich schon wieder mit denen rumschlagen, ne? Jetzt geht's abwärts. Kehrung, Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Hoppala. War nicht so geplant. Wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als Ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon. Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Und dann das echt persönlich, ne? Genau wie Norman, ey. Der ist genauso. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn der Rechte. Nee, nicht Norman. Ich kann das nicht zulassen, Martin. Oder? Octopus. Ja. Ich bin verwirrt. Verwirrung, Alarm. Augenblick zuvor. Jetzt hab's fast geahnt, ey. Das ist die einzige Probe. Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht.
Du benutzt sie. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Wahrer Gerechtigkeit zu, aber nicht mit ihren Mitteln. Oh, ich kann ihn nicht treffen. Offensichtlich. Ich muss ihn, glaube ich, mit irgendwas bewerfen. Oder so. Ach, scheiße. Kämpfen Sie, Martin! Kämpfen Sie dagegen an! Nein! Osborn muss leiden! Oh, jetzt ist es wirklich ein Dämon. Krass. Oh, nicht diese kleinen Viecher wieder, ey. Oh, nervig. Sie können den Dämon besiegen, Martin! Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! Großer Dämon! Großer Dämon! Du kannst dir ein Grab mit Osborn teilen! Nein, das kann ich nicht ausweichen, ey. Scheiße.
Wille ist stärker als deiner. Das werden wir ja sehen. Nicht nachlassen. Er ist fast erledigt. Ja, fast erledigt. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Jetzt habe ich ihn. Hartnäckiges Bürschchen. Immer positiv bleiben, ja. Gut, dass ich das gemacht habe. Osborn muss dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Da ist er ja. Nutzlos. Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt? Ja, da hat er mich immer vermöbelt, wa? Ordentlich. Hey. Hey. Wo ist Otto? Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Fiest. Aber...
Das ist jetzt der letzte. Der letzte. Von den Sects. Was habe ich noch gesagt? Oder er? Das dreckige halbe Dutzend? Ja. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's keinen Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauche Masken, Handschuhe, okay. Alles, was steril ist. Danke. Danke mir, indem du nicht stirbst. Oh mein Gott. Er wird es schaffen, aber er braucht Ruhe. Hey, immer sachte. Wo ist May? Mir geht's wohl nicht so gut, ne? Ich muss Otto finden. Er hat das Antiserum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter half bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Der Klassiker. Ach so, jetzt verstehe ich. Die Spinne wird wahrscheinlich Miles beißen. Nix, Spider-Girl. Jetzt ist es passiert. Da freut man schon sich schon auf den zweiten Teil eigentlich. Ich bin doch noch nicht fit, oder? Aber wie sieht's aus? Ein Level. MJ hat recht. Ich habe die neurale Schnittstelle gebaut und kann sie auch zerstören. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Erstmal leveln wir uns. Freund der Sonne. Ein paar neue Anzüge haben wir auch freigeschaltet. Der ist auch nicht. Oh, der ist so geil. Der glänzt irgendwie so, ne? Er hat auch was. Oh, auch nice, ey. Ich weiß nicht, brauchst du viele Sachen für, ne? Gut, dann erstmal das hier. Mehr ist nicht drin, dann wollen wir hin.
muss diese Nummer wechseln. Jetzt muss ich New York verlassen. Die Ereignisse geben mir zu denken. Du hast Osborn gerettet, trotz eines Hasses. Beeindruckend. Ich muss nach Hause und über mein Leben nachdenken. Verflixt. Ich werde dich und deine Todestruppen vermissen. Meine Agents werden leider bleiben. Ich stelle unsere Arbeit in Frage, sie nicht. Und Osborn zahlt weiterhin. Es tut mir leid. Das sind ja fast gute Neuigkeiten. Allerdings, ich werde dich und deinen bizarren Humor vermissen, Spider-Man. Bis zum nächsten Mal. Was für eine seltsame, brutale Dame. Ja, wir können uns ausdrücken. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Oh, neuer Anzug. Boah, sieht auch nice aus, ne? Boah, krass. Sieht so aus, dass wir zum letzten Ritt marschieren. Nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast. Ich niemals. Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen. Lügen! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen. Jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Darf ich vorstellen, Black Spidey. Obwohl eigentlich Miles Morales sein Style eigentlich, ne? Irgendwie. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Bitte. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst. Wir haben nicht viel Zeit! Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Tat büßt! Hey, der ist stark. Sehr stark. Scheiße. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert!
Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Hey. Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Nein, nein! Oh, Kacke. Boah. Osborn ist der Verbrecher, nicht ich! Ich möchte Ihnen helfen! Sie schaden sich nur selbst! Menschen sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Oh, der Wichser. Boah, ey. Das ist mein Ding, ja? Ich werde die Stadt retten! Dann tut ihr, was immer sie wollen! Ich weiß bereits, was ich will! Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue! Wie viel zahlt Osborn, damit du ihn beschützt? Ich beschütze ihn nicht! Ich will nur die Stadt retten! Geduld ist erschöpft!
Was denn jetzt? Das hab ich jetzt nicht kapiert. Ganz ehrlich. Ah. Ganz von vorne. Bitte nicht, ne? Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ich sehe das gar nicht schnell, ey. Ne, geht doch nichts. Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen. Ich kenne Ihre Schwächen. Ich habe keine Schwächen. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Ja, okay. Muss ich mich tatsächlich anstrengen. Alles klar. Na gut. Wir haben nicht viel Zeit. Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen! Ich kenne Ihre Schwächen! Ich habe keine Schwächen! Ja, war ganz schön Ärger, ey. Hätte das gedacht am Anfang? Ja, ich, ne, eigentlich. Ich möchte Ihnen helfen! Ah, die Nummer wieder, ey. Beeilung. Menschen sterben! Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Ich werde die Stadt retten! Dann tun wir, was immer Sie wollen! Ich weiß bereits, was ich will! Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue!
bezahlt, Osborn! Damit du ihn beschützt! Ich beschütze ihn nicht! Ich will nur die Stadt retten! Oh, du willst mal K.O. sein, oder nicht? Allmählich? Sie schaden sich nur selbst! Was ist der? Ah, Scheiße. Schnell. Oh, fuck. Herum. Ich verspreche, Osborn wird angeklagt. Lügner! Genau wie Osborn! Nichts als Lügen! Was ist mit dem Mann passiert, der Menschen helfen wollte? Der Schwächling? Der Loser? Er ist weg! Sie sind nicht bei Verstand! Im Gegenteil! Ich habe endlich Klarheit! Boah, der hält ganz schön gut aus, ey! Wahnsinn! Bescheuert. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel.
Sicher nicht mehr. Halt's mir! Sie nicht, wie viel Leid sie verursachen! Das verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Netzschießer im Eimer! Du solltest mir helfen! Hab ich! Ich habe keine Netze mehr schießen, hat er kaputt gemacht, der Sack. Keine Netze. Schieß halt ja, ich weiß. Das ist Reflex, das ist Reflex. Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten. Sie waren mein Held. Sie waren so wichtig für mich. Ich hasse es, dass Sie mich dazu bringen. Wir wollten die Welt verändern! Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt! Otto, stopp! Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Oh, der war tief dran. Peter, Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe Sie angebetet, Ihren Geist, Ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie Sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung. Unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin.
wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter. Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Ja. Ab im Gefängnis mit den Doktor, ne? Würde ich sagen. Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Boah. Ich lass dich kurz. Das ist schwer. Wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Ich würde gern meinen Neffen sehen. Sie weiß das auch. Du weißt es? Alle wissen das. Schon eine ganze Weile. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Oh, das ist traurig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Oh nee, sie ist tot. Boah, ist das heftig, ey. Voll traurig. Thank you.
Drei Monate später. Mal gucken, was jetzt passiert. Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid. Es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte, also... Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchencurry. Oh ja. An den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine, nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Happy End. Das. So, Leute, das ist das Ende des Spiels. Und ich muss sagen, das war richtig gut wohl. Bis auf das Ende, das war eben ein bisschen traurig gestimmt, ne? Aber mit wem denn nicht? Ja, dass sie jetzt gestorben ist am Ende, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber so ist es leider. Gut, dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich mal hier an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht lasst ihr mir ja ein Like da oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Euch kostet das nichts und ihr macht mir eine kleine Freude. Macht den Tag gleich schön nach, würde ich sagen. Ja, also ich bin dann erstmal raus, ne? Ich komme dann wieder mit Miles Morales. Ist ja auch interessant, ne? Wie er gerade so Spinne wurde. Finde ich, also eben ich persönlich habe es das erste Mal gesehen, dass er so zu Spinne wird. Weil ich habe mich noch nie so richtig mit ihm beschäftigt. Ja, also ich bin gespannt drauf. Also, dann haue ich erstmal ab und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.